seht sie euch an. Bereit. Dieser Tag wird ein glorreicher für das Imperium. Die Elderbrüder zu rächen. Ruhme des Imperators. Und den Imperator Ruhme zu bringen. Wir sind hier bei Let's Play Dawn of War. Wir beenden hoffentlich heute dieses Game. Ich weiß nicht, ob ich noch zwei Folgen daraus machen muss. Glaube ich aber nicht. Verstanden. Für den Imperator. Ich werde hier das ziemlich hässlich überrennen. Die ganze Party. Für Landspeeder noch dazu. Zum Ruhme des Imperators. Dann lasst uns diesen Dämonenprinzen suchen. Wir kennen keine Furcht. Wir kennen keine Furcht. Oh, ich bin ganz aufgeregt. Für die Ehre des Ordens. Der Dämonenprinz ist jetzt nicht wirklich die absolute Focke. Der Dämonenprinz steht doch für den normalen Chaos Basement hier nicht zur Verfügung. Er ist schon eine eher einzigartige Kreatur. Hier müsste er irgendwo sein. Verstanden. Folgt mir in den Kampf. Hier haben wir zumindest mehr als genügend Feinde. Für die Inquisition! Bam! Ich werde nicht versagen. Wir suchen sie. Greift an! Dämonen! Sterben fallen. Für Terra! Mir nach! Zum Ruhme des Imperators! Wir kennen keine Furcht. Dann gehe ich mal in diese Richtung her. Wir kennen keine Furcht. Also der Feind ist natürlich ich diene der äußerst dominant in diesem Gebiet. Mir in den Kampf. Sollte er auch sein. Vielleicht durfte man es nicht haben in der letzten Mission. Obwohl ich nicht wirklich große Probleme damit habe. Also mal diese wütesten Dämonen hier etwas zu zerstören, da sie lästig sind. Glaube und Ehre. Muss ich erstmal diesen Typen suchen. Glaube und Ehre. Für den Imperator. Für Terra. Das kann dieser Landspeeder mehr als gut. Wir kennen keine Furcht. Wir kennen keine Furcht. Also zuletzt habe ich den Dämonenprinzen hier unten irgendwo besiegt. Wir sind vereint unter seinem Banner. Bestätigt. Oh, dann marschieren wir mal etwas weiter. Also, ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich hier nicht wirklich alles säuber. Ich will nicht versagen. Warum sollte ich auch? Keiner will, dass dieses Let's Play unnötig in diese Länge gestreckt wird. Wenn es mal etwas weiter geht und zügiger vorangeht, glaube ich nicht, dass es irgendeiner Kram ist. Bestätigt. Der Feind wird. Wenn ich diesen Typen endlich finden würde. Ich diene der Menschheit. Das sind mal zwei Kraftwerke, das wird hier die Basis sein. Ich durfte hier nicht weit weg sein. Meine Armee zieht sich eh nicht. Ich treffe immer meine Ziele. Natürlich auch das Beste, mit Boltern gegen einen Predator anzukämpfen. Solange die Feinde des Imperators haben. So, ich habe natürlich schon eher einen Damen. Ist natürlich eh nicht groß, unnötig übertrieben. Und ich schmeiße mal eine Horde Granaten drauf. Ich schreie dazu. Alles darauf, was geht. Ich könnte natürlich auch ganz frech ein orbitales Bombardement darauf heizen. Aber ja, das glaube ich ist noch weniger interessant. Für eine absolute Schnetzelmaschine verletzt mich eher wenig. Sagen wir es mal so. Also hier daneben zweiten. Äußerst interessante Maschinerie. Ja.
Er ist gefällt. Auf die Knie mit dir, elender Dämon. Mensch, zerstöre nicht den Stein! Du wirst uns alle verdammen! Ignoriert sie, Captain! Vernichtet den Stein, bevor er andere ins Verderben führt! Du weißt nicht, was du tust! Das werden wir nicht zulassen! Eliminiert diesen Chimpanzee! Nein! Na, du hast uns alle dem Untergang geweiht! Gut gemacht, Captain. Wir müssen uns beeilen, Brüder. Die Flotte ist bereit zum Aufbruch. Ich bin frei. Ich danke dir. Zeig dich, Dämon. Das werde ich. Bald. Bis dahin. Ziehe aus und verkünde meine Rückkehr. Ich bin nicht dein Bote, Dämon. Bist du nicht? Du hast mich befreit. Nein, ich habe den Stein zerstört. Ja, und hättest du es früher getan, hättest du mich tatsächlich vernichtet. Aber stattdessen hast du zu meiner Befreiung mit deinem Opfer beigetragen. Opfer? Was für ein Opfer? Dieser Planet war ein Altar des Blutgottes Korn im Mensch. Sindri hat die Invasion der Orks angezettelt, da er wusste, dass Space Marines kommen würden, um diese Bedrohung zu eliminieren. Der Tod jedes Einzelnen war ein Opfer für meine Befreiung. Und ich muss sagen, dein Beitrag dazu war zahlreich und prächtig. Isador, Bale und selbst Sindri. Ohne so viele Opfer wäre ich noch immer gefangen. Ich danke dir. Ich werde dein Leben verschonen. Ja, flieh nur und wisse, dass ich bald zurückkehre, um euch alle zu vernichten. Komm ruhig und du erhältst deine Bestrafung. Du bist der Gefangenschaft entflohen und hast so deine Vernichtung nur verzögert. Ich kenne dich nun. Triumph. Und wir werden uns wiedersehen, Dämon. So, damit kann ich voller Stolz sagen, dass mein erstes Let's Play zu Ende geht. Hier genießen wir noch kurz den Ruhm unseres Triumphers, ohne Angst zu haben, die Seele zu verlieren. Es hat mir sehr große Freude gemacht, dieses Spiel mit euch zu spielen. Das Let's Play generell ist eine unglaubliche Erfahrung. Ich habe es richtig genossen. Ich
Ich glaube, ich habe auch einiges dazugelernt seit meiner ersten Folge und jetzt. Und keine Angst, ihr werdet bereits morgen, geht es dann gleich weiter mit meinem nächsten Let's Play. Und zwar Let's Play Winter Assault. Zu dem nächsten Teil der Serie. In dem wir, so viel kann ich schon sagen, die Gerechtigkeit spielen werden. Da es zwei Kampagnen gibt. Einmal die dunkle, einmal die helle Kampagne. Ich persönlich sage, dass das... Also ich persönlich möchte ja, dass das Let's Play... Falls die Wahl besteht, welches Volk zu spielen ist, werde ich natürlich das Volk wählen, welches eigentlich zur Geschichte passt. Das bedeutet, wenn jetzt die Spacemans gewinnen, dann werde ich die Spacemans spielen und nicht das Chaos. Obwohl mir das Chaos natürlich um einiges besser liegt. Würde die Imperiale Armee gewinnen, dann müsste ich wohl oder übel die Imperiale Armee spielen. Da im nächsten Teil ja die Imperiale Armee als Volk dazukommt. Im Grunde genommen weiß ich also so ziemlich schon alles, bei wen ich spielen würde, außer bei Soulstorm, dem vierten Teil. Da werde ich dann vielleicht eine Umfrage starten oder ich werde einfach mal eine Münze werfen oder jemand anderen fragen, den ich kenne, wer am ehesten Soulstorm, also die Schlacht um Kaurava, gewonnen hat. Aber alle anderen Schlachten weiß ich so ziemlich genau und deshalb werde ich der Geschichte folgen. So sieht die Zukunft vom Let's Play aus. Von Let's Play Warhammer 40.000. Hier haben wir noch ein paar Einheiten, Actions gesehen. Hier haben wir Mocap Supervisor und Mocap Director. Und hier haben wir das Ende von Dawn of War. Unseren Dämonenfreund hier werden wir auch noch wiedersehen. Das gefällt mir. Und wir haben noch sogar kurz Zeit, deshalb kann ich mal schön sagen, sind wir wieder hier, wo wir begonnen haben, vor ungefähr einem Monat. Hier unten steht immer ein weißer Spruch, der sich immer ändert, wenn man das Spiel startet. Der Weiße lernt vom Tod der anderen. Mächtig. Hier haben wir noch kurz, vielleicht ganz schnell, das Armee-Designer-Prinzip. Hier kann man sich zum Beispiel die Raven Guard nehmen, ein bisschen herumfuschen, also so, für Multiplayer-Schlachten, auch für andere Völker, zum Beispiel Orks oder Chaos Basements. Sieht man hier einen Chaos Basement. Und das war eigentlich so ziemlich alles. Hier haben wir nochmal die Credits, wenn wir das wollten. Gut, und damit sage ich, es war wunderschön, dieses Spiel mit euch zu spielen. Das Let's Play war wunderschön. Ich hoffe, euch hat es gefallen, ihr habt etwas gelernt. Ich habe was gelernt, habe ich ja gesagt. Ich habe gelernt, Feiglinge sterben in Schande. Willst du das ja wirklich verlassen? Und hier steht nochmal, der Weiße lernt vom Tod der anderen, also vom Tod der Feiglinge. Deshalb sage ich, bis zu meinem nächsten Let's Play, also schon morgen. Schlaft schön und vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Nein, Quatsch. Also bis zum nächsten Let's Play. Bis dahin, so lebet denn wohl.